Wir haben 26 Minuten Besuchszeit, hä? Genau. Alles klar. Krasses Konzept. Und diese ganzen fremden Menschen fangen auf einmal an zu rennen. Die rennen. Wir waren auf dem 21. und wie im Film kommt von unten so ein Helikopter hochgeschossen. Digga, Walla, er soll Schauspieler werden, ja? Er kann, oder Geschichten erzählen oder sowas. Mach einen Podcast, Bro. I like your voice, man. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Das verbotene Interview, Staffel 2, Folge 3. Besuchszeit mit Omar 76 im Omar 76. Ist er nicht Rapper? Das wird mir schon seit Tagen angezeigt und ich weiß nicht, was das ist. Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 26 Minuten Besuchszeit. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Omar, vielen Dank, es ist mir eine Ehre, dass du heute hier bist. Bruder, vielen Dank, dass ich da bin. Der kommt mir bekannt vor. Wer ist Omar 76? Der kommt mir bekannt vor. Darf, ich habe genug Welle in Insta gemacht, dass er mich einlädt. Auch danke dafür. Komm. Omar wurde insgesamt zu 7,5 Jahren verhaftet, von denen er 5 abgesessen hat. Über Omar schon einiges bekannt, deswegen würde ich sagen, wir steigen da ein, an dem Tag, wo du verhaftet worden bist, 2017. Mhm. Wenn du bereit bist, lass uns direkt loslegen. Klar, sehr gerne. Wir haben 26 Minuten Besuchszeit, hä? Genau. Alles klar. Krass. Krasses Konzept. Krasses Konzept, Bro. Hab ich noch nie gesehen. Für die Leute, die es noch nicht so auf dem Schirm hatten, ich wurde in der letzteren Sache wegen bewaffneten Bandenhandel in nicht geringer Menge verurteilt. Die Anzeige entsteht daraus, ich und meine Mittäter hatten scharfe Schusswaffen bei uns, als man uns verhaftet hat. Ach so, übrigens, Freunde, hört ihr den Bagger? Der Bagger ist auch wieder da. Wir sind wieder fast im gewohnten alten Setup. Wir waren mehr als 3 Leute, deswegen Bande. Und verurteilt wurden wir wegen 30 Kilo. Wegen 30 Kilo Gras. Bei der Übergabe hat man aber nur die Hälfte. Also wir hatten eine Übergabe mit 15 Kilo oder so. Ist jetzt wie gesagt nicht die Welt. Es wurde dann hochgerechnet. Ja, die machen immer die Filme hier unten irgendwie bei uns. Und wir standen dann im Endeffekt vor Gericht, deswegen. Aber der Tag der Verhaftung, den werde ich nie vergessen. Er war filmreif. Kannst du darüber erzählen? Klar. Man muss davor sagen, mein Mittäter Leo, dicke Grüße an den Bruder. Er und ich und noch ein anderer Mittäter von uns, wir hatten eine Türe hier in Tübingen. Wir wurden am Sonntag, war die Verhaftung, und Samstag haben wir bis 6 Uhr morgens oder so gearbeitet. Waren dann so um 6:30 oder so zu Hause und haben uns dann eigentlich relativ früh schon so um 11 oder auf 12 Uhr mittags verabredet, um uns mit unserem anderen Mittäter, unserem Lieferanten zu treffen und einfach Material zu holen. Man muss dazu sagen, der andere Mittäter, der Lieferant, der Bruder, der hatte den Spitznamen der Paranoide bei uns, weil der hat echt nichts dem Zufall überlassen. War sehr genau in dem, was er gemacht hat. Und als wir uns dann mit dem Bruder getroffen haben, lag schon so ein komischer Vibe in der Luft. Er war die ganze Zeit so, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich war die ganze Zeit so, mein Kopf nicht, Bruder, Alter. Jetzt wo ist das Zeug? Also ich hab's 3 Straßen weitergeparkt und so. Vertrau mir, ich hab irgendwas gemerkt. Ich und mein anderer Mittäter haben den nicht ernst genommen. Und haben dann einfach, wir mussten eh noch ein paar Sachen reden, sind ein paar Runden gelaufen. Und während wir hier bei uns im Viertel unterwegs waren, was jetzt nicht das Kleinste, aber auch nicht das Größte ist, soll heißen, wenn irgendein Fremder ist, den bemerkst du nicht, aber wenn mehrere Fremde da sind, dann würde man es eigentlich checken, weil du würdest sagen, hey, so viele fremde Gesichter auf einmal, da stimmt was nicht. Er war der Erste, der es gemerkt hat, unser Lieferant, und hat schon so mitten in unseren Gesprächen gesagt, Jungs, hier stimmt was nicht, wir müssen die Sache verlieren. Der war bei TV Straßensound. Ah, okay, krass. Oh shit, Absud BWU hat ein Abo dagelassen, Faust of the Realness, Brother. Und der hat so ein bisschen Panik in diese Situation reingebracht.
Ich war so, alles klar, meinetwegen machen wir, wenn es deinem Gewissen gut tut. Ich habe gar nicht an die Sache geglaubt. Dann sind wir in mein Haus gegangen. Mein Haus hat 21 Stockwerke und der wollte immer, dass wir mit dem Aufzug hoch und runterfahren. Wegen dem Netz und so, dass wir uns nicht abhören, bla bla. Weil du im Aufzug kein Netz hast, oder? Ja, genau. Okay. Ich glaube jetzt auch nicht an die Sache, aber man sollte schon dran glauben, wie es sich im Nachhinein rausgestellt hat. Ja. Wir sind dann mit dem Aufzug hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter gefahren. Und irgendwann hat er dann gesagt, haben wir den sozusagen überzeugt, dass er irgendwelche Paranoia schiebt und so. Ich so, Bruder, raff dich mal. Ich so, sag mir, welche Straße das war. Der hat ein paar Straßen weiter das Auto geparkt. Ich so, wir kommen da jetzt einfach hin, geh du zuerst. Und wir kommen, ja, wir folgen dir einfach unauffällig, so nach dem Motto. Ich hatte sowas wie 40.000 oder 45.000 Euro in bar dabei. Und ich habe ihm noch gesagt, nimm das Geld. Und Gott sei Dank hat er gesagt, nein. 40.000, 45.000. Für 15 Kilo? Ich so, gib mir das Geld erst, wenn es da ist. Ich so, ja, okay, wenn du willst. Er ist seinen Weg gegangen, ich und mein Mittäter noch hoch auf den 21. gegangen. Aufs Dach. Aufs Dach und haben gesagt, wir lassen den einfach, wir hätten ihn beobachten können. Mein Haus ist genau die Mitte von meinem Viertel und man hat eigentlich Blick, also euren Mithilfe, euren Lieferant wolltet ihr beobachten? So war der Plan, wir hätten ihn gesehen, wie er läuft, hätte er eine gewisse Entfernung gehabt für sein Gewissen. So, weißt du, was ich meine? Dann wären wir einfach weiter, wären wir wieder runtergefahren und sind, wären wir dann hinterhergegangen. Ich schwör's dir, Bruder, ich und mein Mithilfe, wir sind da oben, wir chillen. Und diese ganzen fremden Menschen fangen auf einmal an zu rennen. Die rennen einfach. Schau mal mit dir, da gucken wir uns an. Ich denke mir immer noch nichts. Bruder, bei uns viele Jüngere, die machen so Baggies und so. Immer mal wieder passiert ist, dass die Bullen da reinkommen. Verstehst du, was ich meine? Jeder aus dem Viertel wird es kennen. Ich habe gedacht, die sind niemals wegen mir da. Ich habe gedacht, okay, die wollen vielleicht irgendwelche kleineren oder sowas oder keine Ahnung. Die wollen ein paar Baggies einfach hochnehmen. Die rennen. Aber ich denke mir, ich warne mal meinen Mittäter. Ich rufe ihn an. Ich sage ihm, wir hatten einmal Handys. Das heißt, wir haben so gedealt, dass du ein Handy hattest und ich ein Handy hatte. In meiner Zeit war dieses Encro und dieses Sky noch nicht. Ist so gekommen, als ich im Knast war, habe ich davon mitbekommen. PS, viele Grüße an alle, die Encro benutzt haben. Ihr wisst genau, was passiert ist. Weißt du, was ich meine? So, das war immer in meinem Kopf sicher. So ein Mann, immer nur du und ich. Ich habe ihn dann auf. Was bedeutet ein Mann-Handy? Ein Mann-Handy, das heißt, du hast ein Handy, ich habe ein Handy, am besten noch diese Samsung-Handys, diese 10-Euro-Handys. Und ich wollte mir damit einfach nur eine sichere Leitung. Das heißt, die werden nach dem einen Deal auch weggeschmissen, fertig? Nein, ich habe es immer nach dem Guthaben gemacht. Es hat immer 10 Euro Guthaben und sobald das Guthaben leer war, haben wir die neue. Das heißt, es war so pro Woche so einmal die SIM gewechselt. So war es ungefähr der Durchschnitt. Ich habe ihn jedenfalls angerufen und habe ihm gesagt, hey du, ich glaube, das sind wirklich Bullen, die du gesehen hast. So, schmeiß mal das Handy weg, schmeiß deinen Autoschlüssel weg. Das war das letzte Mal, als ich was von ihm gehört habe. Oh, scheiße. Wir haben uns ein Jahr später vor Gericht wieder gesehen. Ich denke mir immer noch nichts. Ich will meinen Mittäter sagen, ja, okay, was geht ab? Beobachten wir mal das Szenario aus einer anderen Perspektive. Und sind dann auf meine Dachterrasse gegangen. Und dann habe ich begriffen, dass es um mich geht. Weil diese ganzen Ameisen auf einmal aus meiner Bunkergarage rausgekommen sind. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, Digga. Da wusstest ich du, bin okay. Aber immer noch so, Stier. Ich schwör's dir auf meine Mutter, in dem Moment, der Leo wird's euch bezeugen können, ich hab den Hurensohn Helikopter nicht mal gehört, Alter. Wir waren auf dem 21. und wie im Film kommt von unten so ein Helikopter hochgeschossen. Bruder, ich hab den Hurensohn fast gesehen, Alter. Ich so, oh mein Gott. Die Kiste ist zu, was passiert hier gerade? Film. Ich und meine Mitte, das sind relativ ruhig, wir sind nicht mal gerannt. Wir haben uns einfach umgedreht, sind ins Treppenhaus reingegangen. Und ich schwör dir auf alles, diese Szene war episch, wenn du im Nachhinein nachdenkst. Weil wir wussten, wir werden jetzt gleich verhaftet. Das war eine Frage der Zeit. Also wir haben gesagt, in den nächsten 2-3 Minuten werden die, keine Ahnung, von überall herkommen. Die haben schon den ganzen Block umzingelt. Ich habe noch nie so viele Bullen bei mir im Viertel gesehen. Ich schwöre es dir auf meine Mutter. Der weiß doch einen Weg.
der war voll. Weißt du, was voll heißt, Bruder? Voll. Wir sind so mit dem Bruder, als sie mich verhaftet haben. Ich so, Alter, wegen was seid ihr gekommen, Digga? Was glaubt ihr, wer ich, bin? So. Jedenfalls, ich und der Leo, wir haben uns angeschaut. Original so. Check. Umarmung. Geil. Ist so gutes Geschäft gewesen, Bruder. Genau so war's. Gutes Geschäft gewesen, wir haben uns angeschaut. Wir hatten immer noch Witz in dem Moment. Ich so, wer wird wohl Stammer die Karte Stammheim ziehen? Das ist so der abgefixteste Knast hier in Baden-Württemberg. Ich so, wer wird die Karte ziehen? Ich guck ihn an, ich so, Bruder, hoffentlich du, Digga. Diese kaputten Alter. Aber es sind ja noch die 40.000 Euro. Ja, stimmt. Wir haben uns gedacht, wo soll ich die verstecken? Ich kann jetzt leider nicht sagen, weil die Polizei auch vor Gericht gesagt hat, wir wussten, dass ihr Geld da habt. Ich konnte es noch verstecken. Es war 2 Monate an einem Ort in diesem Block, wo es jeder hätte finden können. Keiner hat's gefunden. Mehr kann ich nicht sagen. Ehrenaktion an wirklich an die Person, die mir das Geld dann gebunkert hat und so. Oder uns. Und ja. Bam, 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 bam. Wir sind ein Achter. Wir sind verhaftet. Sind die dann ins Haus reingekommen, oder? Bruder, die waren... Digga, einfach Digga, geil. Stell dir vor, du wohnst irgendwo in einem Block, Bruder, gehst irgendwo in die Ecke, Joint drehen oder irgendwas, guckst irgendwo, Tasche, Digga, 40.000 Euro. Überall, die war, Alter, ich schwöre dir, ja, weißt du, ich schwöre dir, Bruder. Ein Kollege von mir, auch ein, wir waren brutale, viele Mithitter im Endeffekt. Die haben, Bruder, die haben Tote rausgeholt, ja. Er hat im 7. gewohnt, ich hab paar Stockwerke drüber gewohnt. Und wir haben uns zum Joint-Treffen immer im Treppenhaus, immer im 8. Der ist aber auch ein guter Erzähler, wa? Getroffen. Bruder, die Bullen haben gedacht, dass ein Bunker von mir im 8. ist. Die sind einfach zu einem wildfremden Nachbarn reingestürmt. Bruder, die haben alles rausgeholt. Ich schwör, die haben auch, was die gemacht haben. Brutale Filme sind passiert. Brutal viel Schaden ist entstanden. Hast du zu Hause gewohnt zu dem Zeitpunkt? Ja, ich habe damals noch zu Hause gewohnt. Ich habe Bilder gesehen von... Die haben die Wohnung meiner Eltern auf den Kopf gestellt, Digga. Ich schwör, das werde ich nie vergessen. Ich habe durch Zufall, als ich im Knast war und dann meine Akte durchgelesen habe und Fotos von der Hausdurchsuchung waren... Ich weiß nicht, ob der Bulle das mit Absicht gemacht hat, aber du hast auf einem Foto meinen Vater. Bruder, das werde ich nie vergessen. So vor dem zertrümmerten Wohnzimmer gesehen. Ich schwöre dir, Bruder, ich habe so gefühlt, das Bild. Da habe ich mir auch gedacht, du kleiner Bastard, ja. Wegen den paar Euros so. Aber das kommt ja später, die Resozialisierung. Gehen wir erstmal wieder zum coolen Teil. Zack, 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 wir wurden verhaftet. Ich hab das Lust. Das kommt ja später, die Resozialisierung, kommen wir erstmal zum coolen Teil. Heimgezogen. Ey, Format ist geil, fühl ich. Und dann ging's los. Ich bin vom Haftrichter nach Stammheim gefahren worden. Du musst dir Stammheim wie die Hölle vorstellen, Digga. Du bist dann echt nach Stammheim gekommen? Weil du schon mal davor saßt, war das das erste Mal Stammheim? Ich saß davor schon, aber ich hab's zum Glück nie nach Stammheim geschafft. Diesmal habe ich das Los Stammheim gezogen. Einige Jungs von mir saßen dort, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Filme oder sowas hatte, aber Bruder, es ist ein sehr respekteinflößender, wenn du da eintrittst, du musst dir vorstellen, Stammheim, das sind riesige Zellenblocks, Digga, riesige Zellenblocks und Bruder, du fährst mit den Bullen rein und ich saß irgendwann nochmal zwangsweise, weil die Beamten mich verlegt haben in diese Ecke und ich war und hab auch mitgemacht, aber sobald du raussteigst, ich schwöre dir, Bruder, ein ganzer Zellenblock. Bam, 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 an die Fenster. Ihr Hurensöhne, ihr Scheißbullen. Bruder, so begrüßt dich Stammheim, Digga. Verstehst du? Willkommen im Süden, Bruder. Verstehst du? Bruder, die rasten bei jedem Bullen aus, ihr Hurensöhne. Und die Bullen sind so, ich gut. Und ich denk mir, boah, wo bin ich gelandet? Digga, Walla, er soll Schauspieler werden, ja? Er kann, oder Geschichten erzählen oder sowas. Mach einen Podcast, Bro. I like your voice, man. Der Digga. Zack, 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 EG mal EG. Also diese Auffangstation. In der Zeit war nicht Corona, in der Zeit war irgend so eine andere Lungenkrankheit. Die haben so jeden erstmal drauf testen müssen oder so. Für die Zuschauer, das ist 2017 von der Zeit, der wir gerade reden. Ja, genau, 2017. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wegen was.
Aber wegen irgendwas musste man sich testen und deswegen... H1N1 wahrscheinlich, oder? Schweinegrippe 2017 oder was? Aber man, in diesem ekelhaften Zugang. Bruder, Bahnhofstoiletten-Flair. Genau so, ich musste in der Bahnhofstoilette hausen mit irgendwelchen Heroinabhängigen, die die ganze Zeit rumkotzen und die Gillette-Klingen essen, weil die denken, dass die dann entlassen. So bist du behindert, Junge. Der droht einfach, sich umzubringen. Naja. Wie war's dann für dich? Wie kamst du an? Wo? Aus dem EG raus dann? Ich bin erstmal im EG gewesen. Ich hab da so, keine Ahnung, normalerweise ist es so eine Woche oder zwei Wochen, glaube ich, aber wegen diesem Krankheitsding haben die mich da fast einen Monat oder so festgehalten. Oder so drei, dreieinhalb Wochen, vier Wochen. Und dann habe ich mich gefreut, in richtig so Stammheim zu gehen. Aber verlegen die mich in den ersten Stock. Ich sehe nur Mauer, Alter. Das ist ein Hochhaus. Ich habe mich gefreut, wenigstens siebter Stock oder so, dass ich ein paar Bäume sehe. Ich sehe gar nichts. Und dieser Stock war so tschöp, Bruder. Weißt du, was ich meine? Da waren nur so komische Menschen. Und Stammheim ist, jeder Stock ist für sich. Der erste Stock hat um 8 Uhr morgens Hofgang, der zweite um 9. Verstehst du? Du kannst nicht so mit den anderen Stockwerken connecten. Außer du gehst halt zum Arzt und so und siehst dann ein paar von deinen Jungs. Oder ich schwör auf meine Mutter, die drücken mir 8 Uhr morgens Hofgang rein oder so. Ich bin 23 Stunden eingesperrt. Die einzigste Stunde, wo ich raus darf, ist 8 Uhr morgens. Ich war so richtig verloren, Digga. Fast keiner hat Deutsch geredet. Ich war mehr Dolmetscher als Häftling dort. Die ganze Zeit irgendwelche Leute bringen, weil viele Araber dort sind. Weißt du, was ich meine? Aber das habe ich von Herzen gemacht. Jedenfalls war ich schon eine Weile so abgewichst, Digga. Wie lange warst du da dann in dem ersten Stock? Nicht mal so lange, Bruder. Vielleicht so 2 Monate. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit so ein Ding. Ich brauche ein Handy. Ich brauche ein verficktes Handy. Ich muss an die Außenwelt rankommen, damit man mir Pakete über diese scheiß Mauer wirft und ich den Leuten erklären kann, wann sie wo stehen sollen, Alter. Du musst dir Stammheim vorstellen, Stammheim ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Und anders wie in anderen Gefängnissen musst du die ganze Zeit auch durch irgendeinen Metalldetektor laufen. Das ist so Teil der Sicherheit dort. In anderen Gefängnissen, wenn du vom Hofgang reinkommst, dann ist gar nichts. Ab und zu ziehen die mal einen so auf Bonchance raus, weißt du, was ich meine? Ja. Aber in Stammheim, du musst durch einen Metalldetektor. Bruder, eines Morgens, ich mache meinen Sport, ich laufe ein paar Runden. Und jemand ist vor mir gelaufen. Pi mal Daumen, sowas wie 15, 20 Meter. Der kann voll geil erzählen, gell? So Pi mal Daumen, sowas wie 15, 20 Meter. Als ob das voll die krasse Info war, Digga. So Pi mal Daumen, so 15, 20 Meter. Pi mal Daumen, sowas wie 15, 20 Meter. Und der kickt einen schwarzen Gegenstand. Der kickt einen schwarzen Gegenstand in die Wiese. Ich hab intuitiv gedacht, es wäre so eine Duschtasche, so ein leeres Shampoo oder sowas. Ich hab mir nichts gedacht. Bin aber aus irgendeinem Grund, wollte ich sehen, was das ist. Bruder, schwör ich dir auf meine Mutter, finde ich einfach so ein kleines Dealer-Handy. Ich so, fick Mutter, ja, Alter, oh Gott hat meine Gebete erhört. Der guckt mich an, ich guck ihn an, das war so ganz klar, es ist dein Handy, aber ich schwöre auf meine Mutter, ich werde sie abzocken. Ich weiß nur noch nicht wie, aber dieses Handy, ich werde dafür sterben, Digga, aber das kommt in meine Zelle. Ich habe mir sogar überlegt, das mitzunehmen, aber Bruder, die hätten mich gefickt. Du musst durch diesen Metalldetektor laufen. Ja. Also habe ich einen auf schlau gemacht und habe es einfach dort liegen lassen. Da. Ich durfte von der Staatsanwaltschaft prinzipiell gar nicht arbeiten. Frag mich nicht, warum. Irgendwann wurde es auf. Also ich glaube, ich durfte nur 2 Wochen oder so in Stammheim arbeiten. Aber das kommen wir später dazu. Das heißt, ich war immer 23 Stunden Zelle. Mhm. Ich war aber mit 3 anderen Leuten in der Zelle. Einem Tunesier und 2 Algeriern. Ja. Und Tunesier Husni, der das Interview wohl nie sehen wird, weil er irgendwo in Italien gerade Crack verkauft. Alter, Gott segne den Bruder. Der lernt der Kamibi, Alter, weil du das jemals sehen und verstehen musst. Jedenfalls, er war arbeiten und Arbeiterhof war 16 Uhr. Und ich warte die ganze Zeit auf den und überleg mir, wie kriege ich dieses Handy in diese Scheißzelle? Pendeln, habe ich mir überlegt. Aber Bruder, Stammheim sind Fliegengitter. Du kriegst das Handy nicht mal durch. Und das ist schon kompliziert. Irgendwann, er kommt rein und ich sag ihm, ist Hosni, komm mal her, Digga. Ich habe ihn ans Fenster geholt und ich konnte genau auf diese Stelle schauen. Ich so, da ist das Handy. Bring's
irgendwie rein. Und er ist ein Fuchs. Er ist ein wahrer Taschverkäufer, Alter. Er ist ein wahrer Verkäufer. Gib dir die Aktion. Wie hättet ihr dieses Handy reingebracht, Digga? Wie? Ich sag euch, wie er es gemacht hat. Erzähl. Warte. Er geht zum Handy hin, ich hab ihn beobachtet. Er tut's an seine Eier, läuft ein, zwei Runden und haut einfach den raus. Bam, kippt einfach um, Digga. Ohne irgendwas. Bam, und bewegt sich nicht mehr. Bruder, immer wenn im Hof einer umkippt, ist prinzipiell erstmal Alarm. Trrr, Beamten rennen raus, aber du siehst, keiner hat den geschlagen. Der legt sich einfach hin, Bruder. Also, er liegt einfach. Die Beamten sind überfordert. Talaka, Animus im Beast Mode. Einer packt ihn an den Füßen, einer packt ihn an den Händen und wollen ihn zum Arzt bringen. Und natürlich nicht durch den Metalldetektor. Und so haben wir das erste Jab in die Zelle bekommen, mein Bruder. Verstehst du, Bruder? Bruder hat sich nicht bewegt. Beim Arzt hat er einen aufgemacht auf... Haben mir eine Überdosis Seroquel gegeben, so. Die haben so gesagt, Ayala, ab in die Zelle mit dir. Und ich denke mir, du kleiner Hunde, so ein Killer. Zack, Bruder, mit dem Handy sind die Pakete gekommen. Achla Hayat da drinnen, Alter. Brutal gegönnt. Was kommt durch die Pakete so? Achla Hayat da drinnen, brutal gegönnt. Warte. Was kam da durch die Pakete? Kannst du darüber sprechen? Ja. Die ersten Pakete waren reines... Okay. Und haben uns Knast à la Bonheur gemacht. Geraucht, die ganze Zeit telefoniert. Kontakt mit dem und dem. Mein Mittäter aus Freiburg telefoniert, der hatte dann auch auf einmal ein Handy und so. Mit meinem Mittäter aus Flucht. Bruder, so Handy ist schon eine geile Sache. So. Einer von diesen zwei Algeriern war Schüler. Also noch jünger. Nein, der war sogar in meinem Alter, aber die machen so Schule, wenn sie nicht arbeiten. Du kriegst auch mehr Geld. Okay. Verstehst du, als Arbeiter kriegst du 70 Cent, als Schüler kriegst du 1,30. Okay. Ja, nee. Guck mal, was damals 60 Cent, in manchen Zeiten 60 Cent wert sind, Alter. Aber er hatte das Privileg, durch keinen Metalldetektor zu laufen. Als Arbeiter musst du auch durch Metalldetektoren laufen. Und so ein Handy in der Zelle haben ist nie gut, weil sie prinzipiell ab und zu kontrollieren. Mhm. Das heißt, du bist Handywart, mein Bruder. Du nimmst das Ding mit zur Schule. Und wenn du dann zurückkommst, das heißt, selbst wenn sie in die Zelle reinkommen... Safe. Dass wir safe sind. Ja. Handywart, Digga. Geil, einfach ein Handywart rausgesucht, Bruder. Eines Nachts, Bruder. Was heißt eines Nachts? Eines Morgens, und er hat auch mit dem Handy geschlafen, muss man sagen, ist ja klar. Ja. Also wenn alle fertig telefoniert haben und alle schlafen gegangen sind, war das so, hey, nimm das Handy in die Hand. Ja. Er war einfach zuständig für das Handy. Du bist der Handywart. Ja. Der arme Dicker. Eines Morgens, Bruder, 6 Uhr, bam, Zelle geht auf, 8 Beamte gehen rein, aufstehen, 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 Zellenkontrolle, dies, das, fick Arsch, Alter. Ich denke mir, was geht ab? Die packen mich als erstes, ziehen mich in der Dusche aus, bis auf die Boxershort, muss man sagen. Was mich gewundert hat, weil ich hätte es einfach an der ganze Zeit an meinen Eiern halten können im Nachhinein und sie hätten es nicht gefunden. Mhm. Aber ja, weiß man erst später. Und haben dann jeden Einzelnen sozusagen geschickt, also kontrolliert und dann in eine Wartezelle gebracht. Ich war der Erste und der Handywart war der Letzte. Ich gehe rein, dieser Crackverkäufer geht rein, noch ein anderer Algerier geht rein und... Bruder, du bist doch eh im Knast, Digga. Ist doch scheißegal, ob die es finden. Ja, was wollen die mit dir machen? Wollen die dich noch mehr einsperren als die Schleichsperren? Die haben es gegessen, chill dann aus, so okay. Wir versuchen einfach ein anderes zu organisieren. Schwör dir, 5 Minuten als Futter, dieser Ding kommt rein. Der Handywart kommt rein. Bleich wie die Wand. Ich so, ja, Digga, was ist los mit dir? Ich so, was ist passiert? Ja, ja. Ich so, Bruder, beruhig dich mal. Schau mal eine Kippe, Digga. Du bist doch eh im Knast. Das ist doch kein hier. Es gibt dir, was er gemacht hat. 4-Mann-Zelle heißt 4 Betten, 2 Hochbetten. Ich habe oben geschlafen, er hat oben geschlafen. Es gibt einen Zwischenraum, weil die Betten nicht miteinander verbunden sind. Ja. Ich erkläre dir gleich, warum ich es dir sage. Und in seiner Panik habe ich irgendwas Faules gerochen. Und ich gucke ihn an, ohne seinen Namen zu sagen. Und ich sage ihm, Digga, wo ist das Handy? Er guckt mich an und er sagt, es ist unter seiner Matratze. Ich schau ihn an, ich so, lüg mich nicht an. Wo ist das Handy? Ich so, sag's mir jetzt, ich hab's schon geahnt, dass was nicht stimmt. Ich so, damit ich mich jetzt nicht blamier, Digga. Wo ist das Handy? Er sagt,
Es ist zwischen meinem und deinem Bett. Du. So, es gibt nichts zwischen deinem und meinem Bett. Wo ist dieses scheiß Handy? Und dann hat er gesagt, es sei unter seinem Bett. Ich so, alles klar. Safe unter Oma sein Bett, Digga. 2-3 Stunden vergehen, Tür geht auf, Ding. Ich soll mitkommen. Oma mitkommen. Ich gehe hin, statt in die Zelle gehe ich zum Leiter der Anstalt. Guck mich an, er sagt, das war ihr Handy gewesen. Ich guck ihn an, ich mach prinzipiell erstmal keine Aussage, aber Interesse halber, wie kommen sie denn überhaupt drauf, dass es mein Handy war? Sagt er mir, weil es unter ihrer Matratze gefunden wurde. Ich, boom. Ich so, das kann nicht sein, sie haben mein Bett verwechselt. 2 Beamte sind mit mir in meine Zelle gegangen und haben auf mein Bett gezeigt. Ich guck die an, ich sag, ich mach weiterhin keine Aussage. Alles klar. Das heißt, der Typ hat sie untergejubelt. Der kleine Hurensohn hat mir einfach das Handy unter meiner Matratze gelegt und hat mich damit schlafen lassen. Ah, der ist schon vorher hingelegt. Hey. Tür geht zu, Bruder, die haben mich 6 Uhr morgens aus dieser Zelle rausgeholt. Ich habe mir nicht mal die Zähne geputzt. Bruder, der arme Handywart, Bruder, der hat wahrscheinlich die ganze Zeit Paranoia gehabt und hat gesagt, ey, ich will heute auch mal eine Nacht schlafen. Ich leg's einfach unter sein Bett. Und dann, das Erste, was ich machen wollte, war mir Zähne putzen. Davor habe ich aber noch meine Schuhe angezogen und habe gesagt, den fick ich jetzt. Ich putze mir meine Zähne. Beim Zähneputzen, Tür geht auf und er kommt rein. Bruder, ich sag noch mit Zahnpasta auf Arabisch, ich fick jetzt deine Mutter. Und er macht noch einen auf. Hä? Warum? Und das war leider Gottes mein Fehler. Tür geht zu. Bam, ich knock den mit einem Brett. Er fällt hin und ich habe gedacht, jetzt wird gekämpft. Was haut der raus? Beamti! Beamti! Und Bruder, du musst dir das aus der Außenperspektive so vorstellen. Die Beamtin macht Tür auf, er kommt rein. Beamti! Zum Alarm! So, ich bin gefickt, Digga. Bruder Stammheim, Alarm. Alle Beamte kommen. Ja, sogar irgendwelche alte Sozialarbeiterinnen, als ob du dich mit mir schlagen willst. Aber Hauptsache, alle sind da. Also 40 Leute rennen auf dich drauf, packen dich. Und ich denk mir, oh mein Gott, Alter. Und ich hatte an dem Tag Besuch. Das war das Schlimme. Meine Eltern waren auf dem Weg und waren so um 11 oder 12. Wollten die zu mir. Bruder, ich hab erstmal den Bunker gesehen, Alter. Und ich denk mir, oh nein, Bruder, ist eh so wenig Besuch da. Es ist so wenig Besuch da gewesen, weißt du, was ich meine? Du kriegst 45 Minuten alle 2 Wochen oder so. Und du weißt doch, wie so Dinge südländische Mütter sind. Die hören, die Beamten werden wieder irgendeinen Spruch reindrücken, so nach dem Motto. Die werden schnell hysterisch. Ja, der hat sich geschlagen, den sehen sie nicht mehr so und so. Alter, ich denk, ich schwör, ich bin in diesem Bunker. Und ich denk, lieber Gott, ich weiß, ich mach so viele Fehler die ganze Zeit. Ich weiß, ich bin nicht Herr meiner Sinne. Aber bitte, 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 hol mich noch einmal aus dieser Sache raus. Nur dieser Besuch, ich schwöre auf meine Mutter, ich gehe sogar einen Monat danach Bunker. Lass mich, Alter, halb nackt einfach auf irgendeiner Matratze liegen, Alter, und aus Brotgabeln mein Essen essen, Alter, und kein Fernseher. Aber bitte, dieser Besuch, der ist so wichtig für mich, besser gesagt für meine Eltern. Ich schwöre dir auf alles, 1-2 Stunden später, einfach Tür geht auf. Beamter sagt, ja, kommen Sie mit, wir haben eine neue Zelle für Sie. Ich so, ehrlich? Ich habe ja gar nicht gefragt, ob ich im Bunker soll. Ich so, alles klar, wurde auch mal Zeit, weißt du? Noch Eier geschoben. Ich so, alles klar, gehen wir in die Zelle. Und Bruder, ab dann war Knast eine ganz andere Geschichte. Original so, gibt die, wenn man Tagesverlauf war. 6 Uhr morgens Zellenkontrolle, 10 Uhr morgens Schlägerei, 10:30 Bunker, 12 Uhr oder kurz vor 12, ich komme in eine Dreimannzelle rein. Ich war dann in einem anderen Stock. Bruder, nur Jugendliche. Das war so Killer, Alter. Bruder, nur meinesgleichen. So Jackpot. Ich komme in eine Baba-mäßige Zelle rein. Die Jungs, man kannte sich davor. So vom Sehen und so, weißt du, was ich meine? Aber es war noch dieses so auf Distanz. Okay, ihr seht stabil aus. Die denken, du siehst stabil aus. So. Also auf einer respektvollen Basis. Ich komme rein, gucken uns an. Salam alaikum, alaikum salam. Tür geht zu. Bruder, wie die mich begrüßt haben. Ich küsse ihre Herzen. Bruder, ich würde dich an der Stelle unterbrechen. Sind wir soweit? Wir sind soweit. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ich würde mich freuen, wenn du ein zweites Mal kommst. Sehr gerne. Wenn ihr wissen wollt, was in dieser Zelle passiert ist, dann schaltet ein.
Ich freue mich auf euch. Vielen Dank für deinen Besuch, Bruder. Oder nicht dafür. Krass. Krass, Digga. Ich bin auf den Kanal zum ersten Mal gestoßen. Heftig. Heftige Story auf jeden Fall. Natürlich, Knast. Mein Kollege war damals auch 4 Jahre im Knast, also einer meiner besten Freunde, und der hat uns auch immer die Geschichten da erzählt und so. Ich höre mir gerne so eine Knastgeschichten an, ich weiß auch nicht warum. Man guckt sich natürlich auch gerne diese ganzen Filme an und so. Also ich bin sowieso jemand, der schon immer das geil findet, so Crime und so, Knast und Gangs und so. Ich glaube, jeder heranwachsende Mann ist irgendwie faszinierend in dem Thema und zieht sich dann da die Movies rein und so ja, Digga, ich glaube, wir haben das so ein bisschen in uns als Mann so, dass wir sowas manchmal geil finden. Auf jeden Fall krasses Format. Die Location sieht richtig Baba-mäßig aus so für einen Podcast. Eine sehr geile Idee. Ich werde da mal reinschauen. Das erinnert mich auch ein bisschen so an diesen Black Panther Brother. So vom Stil her. Ich glaube, der macht auch mehr so eine kriminellen Geschichten. Blood in, Blood out, Digga, krass. Auf jeden Fall. Zweiter Teil wird krass. Okay, Killer. Ziehen wir uns auf jeden Fall dann auch zusammen rein, meine lieben Freunde. Ich gehe auf jeden Fall jetzt ins Gym, weil ich habe keinen Bock mehr auf den da. Und ich muss Gains machen, Digga.